Guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Präsentation des Wirtschaftsgymnasiums. Es ist eine Informationspräsentation, die wir in dieser Form gerne für Sie bereitstellen, weil die Informationsveranstaltung in der Schule, Corona-bedingt leider ja nicht stattfinden darf. Umso wichtiger ist es uns, dass wir auf diesem Weg Sie erreichen und Sie sich einen guten Eindruck machen, was für Möglichkeiten, welche Chancen unsere Schule, unser Wirtschaftsgymnasium für Sie bietet. Wir haben an der Schule, an der Kaufmännischen Schule Öhringen, noch zwei andere Schularten, die sollen auch erwähnt sein, die Wirtschaftsschule, die Berufsfachschule für Wirtschaft, an der man einen mittleren Bildungsabschluss erwerben kann, und natürlich die Kaufmännische Berufsschule mit sechs verschiedenen Berufsgruppen. Aber deswegen sind Sie nicht hier. Heute geht es um das Wirtschaftsgymnasium und herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Es wird in der Präsentation einen allgemeinen Teil geben, den hauptsächlich ich bestreiten werde. Nachher werden die einzelnen Kollegen das Wirtschaftsgymnasium im Speziellen vorstellen und am Ende wird der Abteilungsleiter nochmal was zu den Aufnahmemodalitäten bekannt geben, sodass Sie nachher auch genau wissen, wie Sie sich anmelden können. Wenn ich davon spreche, wir werden Sie informieren, dann ist mein Name Matthias Kühek. Ich bin der Schulleiter an dieser schönen Schule. Bin seit 98 an der Schule, damals als Referendar gekommen und seit 2014 jetzt tatsächlich Schulleiter und freue mich darüber sehr. Bin gerne hier. Herr Wagner wird als Abteilungsleiter im WG zu Ihnen sprechen, aber auch das Profil WGW, also Wirtschaft, vorstellen. Was das ist, werden wir nachher noch erläutern. Die zweite Fremdsprache wird er auch noch was zu sagen. Frau Puhane hat sich Zeit genommen und wird das WGI vorstellen, WG International, geht es um den bilingualen Bereich. Frau Humpert wird das Finanzmanagement, Profil Finanzmanagement vorstellen und die einzelnen Fächer, also Mathematik, wird Frau Müller vorstellen. Herr Auerbach präsentiert zu Deutsch und Englisch und Frau Prochnow ist auch noch mit Deutsch vertreten. Vielen Dank allen, die sich dazu bereit erklärt haben. Das ist auch nicht selbstverständlich, diese Präsentation einzusprechen und vorzubereiten und dann auch im Internet zu veröffentlichen. Vielen Dank. Ja, berufliche Gymnasien. Wie kommt es dazu, dass man am Ende die allgemeine Hochschulreife in den Händen hat? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sie hier unten sehen. Zweijährige Berufsfachschule ist ein Weg aus unserem eigenen Haus zum Beispiel oder von anderen beruflichen Schulen. Entscheidend ist, dass man am Ende mit einem mittleren Bildungsabschluss die Eintrittskarte hat in ein berufliches Gymnasium. Da geht es zum Teil um Schnitte. Das heißt, wer von der zweijährigen Berufsfachschule kommt oder von einer Realschule kommt oder von einer Gemeinschaftsschule nicht im gymnasialen Zweig, der benötigt einen Notendurchschnitt in den Fächern Mathe, Deutsch und der ersten Fremdsprache, meist Englisch, von 3,0. Dann dürfen wir ihn aufnehmen, sofern wir Platz haben, tun wir das auch sehr gerne. Kommen Sie als Schüler vom Gymnasium oder von der Gemeinschaftsschule im gymnasialen Zweig, dann ist die Versetzung in die Oberstufe relevant und auch dann dürfen wir Sie aufnehmen. Und natürlich, wir freuen uns über jeden, der kommt und der hier gewillt ist, tatsächlich auch Leistung zu bringen, der seine allgemeine Hochschulreife mit wirtschaftlichem Profil erwerben möchte, ist sehr gerne bei uns gesehen. Im Hohenlohe-Kreis gibt es vier verschiedene berufliche Gymnasien. Das heißt, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben an der gewerblichen Schule in Öhringen das Technische Gymnasium. Wir haben an der Richard-von-Weizsäcker-Schule das Sozialpädagogische Gymnasium und auch das Agrarwissenschaftliche Gymnasium. Und bei uns sind Sie eben am WG, wirtschaftswissenschaftliche Richtungen, mit der Möglichkeit, drei verschiedene Profile zu wählen. Das heißt, zu Beginn Ihrer Anmeldung geben Sie Prioritäten an, was Ihnen als wichtigstes Profil im Kopf ist. Und nach Möglichkeit versuchen wir, Sie da unterzubringen. Klappt das aus irgendwelchen Gründen nicht, wird die zweite Priorität genommen oder dann sogar die dritte. Ich glaube, das ist tatsächlich also extrem selten oder noch nie vorgekommen. Ja, wir haben das Profil Wirtschaft, das ist die Normalform, die es schon immer gab. Bewährtes Prinzip, Wirtschaft als normale Form des Wirtschaftsgymnasiums. Wir haben dann ein bisschen spezieller das Profil Finanzmanagement, wo es auch viel darum geht,
Was kann ich tatsächlich mit ja, im Finanzmanagementbereich tun, und zwar nicht nur auf die Banken bezogen, sondern auch sehr viel im privaten Bereich. Es gibt da ein Fach, zum Beispiel privates Vermögensmanagement und so weiter. Das wird Ihnen nachher noch ausführlicher berichtet. Auch sehr interessant. Und als dritte Variante haben wir das Profil internationale Wirtschaft, wo es auch darum geht, die ein oder andere Fach tatsächlich bilingual zu unterrichten. Ja, drei hochinteressante Profile an unserer Schule, im Hohenlohe-Kreis halt sehr breit aufgestellt, und es ist eindeutig so, dass Sie Ihre Wahl so treffen sollten, wie es Ihrer Neigung entspricht. Also haben Sie eine Affinität zur Wirtschaft, dann sind Sie bei uns sehr gerne gesehen. Sind Sie eher technisch orientiert, dann zieht Sie sicherlich zum TG, vollkommen in Ordnung, oder sozialwissenschaftlich, agrarwissenschaftlich. Wenn da Ihre Interessen hingehen, dann freuen wir uns genauso, dass Sie dort eine Möglichkeit haben, unterzukommen. Alles sind gute Wege zur allgemeinen Hochschulreife. Und es ist auch klar, ein wichtiges Argument für unser Wirtschaftsgymnasium ist, dass wir sagen, egal wie Sie sich beruflich weiterentwickeln, wird das Wirtschaftsgymnasium für Sie immer eine prägende Zeit sein. Das, was Sie bei uns kennenlernen und lernen, ist definitiv fürs Leben wichtig, auch wenn ich möglicherweise eine ganz andere berufliche Richtung einschlage. Auch das gibt es immer mal wieder, dass Schüler unser WG verlassen und sagen, okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich nicht will. Aber die wirtschaftlichen Voraussetzungen, und da gibt es ja genug Themen, die für den Alltag wichtig sind, ob das die rechtlichen Rahmenbedingungen sind oder Kreditverträge und private Vermögensvorsorge, all das sind Themen, die Sie im Leben gut gebrauchen können, und somit behaupten wir, andere Schulen mögen das anders sehen, dass das eine Schulform ist, die Ihnen definitiv im Leben weiterhelfen wird. Ja, jedes Profil bietet seine Chance, eigentlich auch jedes berufliche Gymnasium bietet seine Chance. Sie haben die Qual der Wahl und müssen sich jetzt alles nach und nach angucken, und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich richtig entscheiden und am Ende ein vollständiges Abitur erwerben, mit dem Sie dann beruflich erfolgreich und glücklich werden. Das WG, unser Weg zum Abitur. Natürlich ist das Ziel, dass Sie am Ende ein vollständiges Abitur in der Hand haben. Fälschlicherweise wird öfter noch gedacht, dass es hier nur das Fachabitur gibt und so weiter. Stimmt nicht. Bei uns gibt es das volle Abitur, mit dem Sie an die Universität gehen können, Fachhochschule, duale Hochschule. Und Sie können auch alle Fächer studieren. Alternativ dazu können Sie in die Ausbildung gehen. Natürlich mit einem Abitur in der Tasche ist das gern gesehen. Das heißt also, die höherwertigen Ausbildungsberufe sind eher zu erreichen, zum Beispiel in Wirtschaft und Verwaltung. Das muss aber nicht sein. Sie können genauso gut in allen anderen Bereichen die Ausbildung beginnen. Ja, der Weg dazu geht über den dreijährigen Besuch unserer gymnasialen Oberstufe. Manche machen auch 4 Jahre draus, aber wir gehen mal davon aus, dass der normale Weg in 3 Jahren zu schaffen ist. Und die Profile, die hier aufgeschrieben sind, die haben wir gerade schon im Überblick vorgestellt. Das sind die drei Möglichkeiten. Sie entscheiden sich einmal und werden dann zugeordnet, und dann müssen Sie auch da drin bleiben und auf diesem Profil, auf diesem Weg dann zum Abitur gehen. Die Inhalte sind uns wichtig, natürlich. Sie sind am Wirtschaftsgymnasium, deswegen geht es hier darum, eine wirtschaftliche Grundbildung zu vermitteln. Aber auch die Allgemeinbildung kommt nicht zu kurz, denn wir haben genauso wie an jeder anderen Schule, an jedem anderen Gymnasium, die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, sowie die Nebenfächer, die natürlich eine gute Allgemeinbildung vermitteln, sodass Sie am Ende tatsächlich auch die Hochschulreife, in den Händen haben. Wie ist es organisiert? In der Eingangsklasse WG 11, die wird im Klassenverband sein. Da wird es so sein, dass wir natürlich versuchen, alle auf einen Stand zu bringen. Die Schüler kommen aus unterschiedlichen Schularten, wie wir es gerade gesehen haben. Also die Zubringerschulen sind anders organisiert, haben zum Teil andere Voraussetzungen. Und die Klasse 11 ist für uns eine Scharnierfunktion, wo wir tatsächlich gucken, dass wir alle in die richtige Richtung bringen, so dass Sie dann in den Jahrgangsstufen 1 und 2, in den Klassen, früher hat man gesagt WG 12 und 13,
bestehen können, weil die Jahrgangsstufen 1 und 2 tatsächlich dann fürs Abitur schon zählen. Und am Ende soll für alle natürlich der Abschluss die allgemeine Hochschulreife sein. Ja, am Wirtschaftsgymnasium alleine haben wir 13 Klassen, 299 Schüler aktuell, im Alter von 15 bis 20 Jahren. Und sie müssen 3 Jahre hier erfolgreich überstehen, dann haben sie ihr Abitur in der Hand. Die anderen beiden Schularten, die wir angesprochen haben, ganz zu Anfang auf der ersten Folie, sind natürlich auch im Schulhaus, in der Schule, unter einem Dach. In Summe sind wir um die 700 Schüler, haben aber nicht immer 700 Schüler im Haus. Wir haben definitiv die Berufsschüler versetzt im Haus, weil ja bekannterweise die Berufsschule nur an 2 Tagen in der Woche Schule hat. Und dementsprechend sind nie 700 Schüler im Haus, vielleicht 400, 450, so rechnen wir, sind täglich im Haus. Ja, das Bild links zeigt schon auch eine Veranstaltung. Mich freut es immer, wenn das Foyer besetzt ist, gerade wenn es abends ist und die Schule beleuchtet ist. Wenn wir Veranstaltungen haben, dann ist es noch mal schöner. Aber wir sind froh und stolz, dass wir ein so schönes Schulhaus haben, was auch immer noch sehr gut gepflegt ist, 1993 gebaut, was man der Schule nicht ansieht. Man kann sich wohlfühlen, es ist offen, es ist freundlich, fröhlich. Wir legen Wert darauf, dass wir uns auf den Gängen grüßen, dass wir einen netten Umgang miteinander haben. Gucken sich vielleicht auch die Schulhausführung an. Wir werden auch einen Trailer basteln, wo wir tatsächlich auch das Schulhaus nochmal Ihnen präsentieren, was wir alles ja im Moment leider Corona-bedingt nicht dürfen. Lieber hätten wir Sie heute Abend hier und würden Ihnen das von Gesicht zu Gesicht, Angesicht zu Angesicht erklären und die Schulhausführung tatsächlich auch in echt machen. Ja. An dieser Stelle darf ich übergeben an meinen Kollegen Herrn Wagner, der mit speziellen Informationen zum Wirtschaftsgymnasium weitermacht. Und aus diesem Grunde übergebe ich jetzt und werde nachher nochmal den Abschluss moderieren. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der weiteren Präsentation. Ja, auch ein Hallo von mir. Herzlich willkommen zur heutigen Informationsveranstaltung des Wirtschaftsgymnasiums in Öhringen. Mein Name ist Jörg Wagner, ich bin Abteilungsleiter am WG und werde Sie durch einige Folien führen. Beginnen wollen wir mit Erwartungen. Was erwartet Sie am Wirtschaftsgymnasium? Zunächst einmal erwartet Sie eine angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre. Sie konnten sich sicherlich schon ein Bild vom Schulhaus machen. Wir haben ein Video der Schulhausführung online gestellt. Auf der Homepage sind auch einige Bilder zur Verfügung gestellt worden, mit denen Sie sich einen Eindruck unserer Schule machen können. Am WG erwartet Sie natürlich auch neue Klassenkameraden und neue Lehrer, aber auch neue Schulfächer. Neben unseren drei Profilfächern, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, das WGW, Normalform oder die Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen, das sogenannte WGF, die internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre WGI, sind unsere drei Profilfächer, auf die Sie sich bewerben können. Daneben wird neues Schulfach für Sie sein die Informatik, die beiden Fremdsprachen Französisch und Spanisch, sofern Sie die zweite Fremdsprache nicht schon vorher mit 4 Jahren erfüllt haben. Neu wird das Fach Wirtschaftsgeografie oder die Fächer Privates Vermögensmanagement Global Studies, wirtschaftliche Studien oder ökonomische Studien sein, die dann kombiniert werden, je nachdem, welches Profil Sie sich entscheiden. Alle diese neuen Schulfächer sind erstmal unbekannt, aber sie bieten Ihnen natürlich auch riesige Chancen für Ihr weiteres schulisches Leben. Kommen wir zum Profil Wirtschaft. Das Profil Wirtschaft ist bei uns die Normalform am Wirtschaftsgymnasium Öhringen. Wir beginnen mit der Eingangsklasse WG11. In WG11 haben wir die Fächer
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen sowie das Profil ergänzende Wahlpflichtfach Wirtschaftsgeografie. In der Betriebswirtschaftslehre geht es im Wesentlichen um rechtliche und ökonomische Grundlagen. Hier wird der Schwerpunkt auf dem Vertragsrecht liegen. Ein bisschen Handelsrecht kommt dazu. Wir werden uns unterhalten über das wirtschaftliche Handeln von Unternehmen. Und natürlich wird die Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland Gegenstand des Unterrichts sein. Im Rechnungswesen, was zweistündig pro Woche unterrichtet wird, geht es im Sinne von Buchführung, Grundlagen der Buchhaltung, Buchungssätze, Buchen auf Konten, Bestands- und Erfolgskonten sowie der Jahresabschluss. Profilergänzenden Fach wird Wirtschaftsgeografie von Ihnen, von uns für Sie angeboten, was Sie zweistündig belegen. Kommen wir zu den Jahrgangsstufen 1 und 2. Das sind die Klassen 12 und 13, die dann die Abiturabrechnung einfließen. Hier möchte ich Ihnen zunächst das Fach Betriebswirtschaftslehre vorstellen. Es wird vierstündig in den Jahrgangsstufen unterrichtet. Der Inhalt bezieht sich auf den Beschaffungsprozess, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Marketingentscheidungen, Investitionen, Finanzierungsentscheidungen und den Jahresabschluss. Bei der Beschaffung werden wir uns überlegen, wo können wir Ware einkaufen, wie finden wir die richtigen Produkte, wie bewerten wir den Beschaffungsprozess. Bei der Kosten- und Leistungsrechnung geht es um betriebswirtschaftliche Abrechnung, Fixkosten, variable Kosten, Deckungsbeitragsrechnung. Marketingentscheidungen müssen getroffen werden im Rahmen des Absatzes. Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sind wichtig, wenn es um Erweiterung oder Rationalisierung geht. Und der Jahresabschluss spielt natürlich auch eine Rolle. Letztendlich ist ja der Unternehmenszweck die Gewinnmaximierung. Im Rahmen der Volkswirtschaftslehre, was zweistündig unterrichtet wird, geht es in Klasse 12 primär Markt- und Marktpreisbildung. Hier werden Preisbildungsprozesse auf verschiedenen Märkten, Marktformen analysiert und auf die Wirtschaftspolitik und Geldpolitik zur Konjunkturbeeinflussung eingegangen. Klasse 13 wird dann der Schwerpunkt auf Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik gelegt sowie auf den Bereich des Umweltschutzes. Dies im Groben zum Profil Wirtschaft und ich verabschiede mich jetzt zunächst einmal und übergebe an Frau Hane, die Ihnen jetzt das Profil Internationale Wirtschaft vorstellen wird. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Informationsveranstaltung für das Wirtschaftsgymnasium in Öhringen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Karin Puhane und ich unterrichte hier an der Schule BWL und Englisch. Ich darf euch heute unser Profil Internationale Wirtschaft vorstellen und würde ganz kurz was allgemein zu dem Profil sagen. Das Profil ist vor allem für die von euch geeignet, die gerne und gut Englisch sprechen und Spaß daran haben, die englische Sprache zu nutzen. Wie ihr vielleicht wisst, wird ein Drittel des Unterrichts in Wirtschaft auf Englisch gehalten. Das heißt, der komplette Unterricht findet dann auf Englisch statt und wird auch auf Englisch abgeprüft. Und die anderen zwei Drittel werden dann ganz normal auf Deutsch unterrichtet. Deswegen nochmal für alle, es ist wichtig, dass ihr gerne und gut Englisch sprecht, wenn ihr euch hierfür anmeldet. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Inhalte an. Wir haben einmal in der Eingangsklasse auch die 4 Stunden Wirtschaft oder BWL mit Rechnungswesen in 2 Stunden. Und das Fach Wirtschaft in 4 Stunden und einmal das Ergänzungsfach Global Studies mit 2 Stunden. In den Jahrgangsstufen 1 und 2, also in Klasse 12 und 13, wird dann EVB, also Wirtschaft, mit 6 Stunden unterrichtet, teilt sich dann wieder auf in BWL und VWL mit 4 Stunden und 2 Stunden und das Fach Global Studies mit 2 Stunden sowie die ökonomischen Studien auch mit 2 Stunden. Das Fach Ökonomische Studien ist so eine Art Ergänzungsfach für IVB. So, hier sehen wir jetzt die Inhalte von unserem Profil Internationale Wirtschaft. Die Eingangsklasse WG11 ist sehr ähnlich wie die Eingangsklasse im normalen
im normalen WG. Wir haben so ein paar Unterschiede. Also einmal wird zum Beispiel das Thema Introduction to Economics unterrichtet. Das ist das gleiche wie am WG in der normalen, im normalen Profil, die Einführung in die Wirtschaft, wo es eben darum geht, was ist zum Beispiel ein Homo economicus oder wie bildet sich die Nachfrage zum Beispiel am Markt. Das zweite Thema, das wir haben auf Englisch, ist das Thema Business Divisions and Activities of an Internationally Operating Industrial Company. Da geht es eben um verschiedene Teilbereiche des Unternehmens. Auch das wird auf Deutsch im normalen WG unterrichtet, ist also deckungsgleich. In der Jahrgangsstufe 1 und 2 habe ich hier auch ein paar Beispiele für euch, welche englischsprachigen Themen es gibt, die statt oder eben ergänzend zu den Themen im WGW unterrichtet werden. Wir haben einmal das Thema Multinational Companies. Das ist so ein bisschen ein Spezialthema, wo es einfach um große internationale Firmen geht. Wir haben das Thema Human Resource Management, Marketing Controlling. Auch das wird alles am WGW auf Deutsch unterrichtet. In VWL haben wir das Thema Behavior of Market Participants in Competitive Markets, das Thema Price Determinations und Foreign Trade and Globalization. Gerade die ersten beiden Themen werden auch ganz normal auf Deutsch am WGW unterrichtet und ihr habt bestimmt schon einige Informationen darüber erhalten, was es darin geht. Dann habt ihr auf dem Profil Internationale Wirtschaft ein Fach, das es nur hier gibt. Das ist das Fach Global Studies. Da geht es in der Eingangsklasse um Globalisierung und um Bevölkerungsentwicklung und Migration. In der Jahrgangsstufe gibt es so Themen wie Cultural Awareness, globale Ökosysteme und Auswirkungen menschlichen Handelns und auch Entwicklung im Allgemeinen. Das Fach ist aufgebaut wie das Fach Wirtschaft auch. Das heißt, ein Drittel des Unterrichts wird auf Englisch stattfinden, zwei Drittel des Unterrichts werden auf Deutsch stattfinden. Und das letzte Spezialfach bei uns ist das Thema Fach Ökonomische Studien. Das habt ihr nur in der Klasse 12 und 13. Geht es zum Beispiel um Bedeutung, Chancen und Risiken des Außenhandels für deutsche Unternehmen, um nachhaltige Entwicklung als globale Aufgabe. Also hier gibt es dann auch wieder Überschneidungen mit dem Fach Global Studies zum Beispiel, aber zum Beispiel auch mit Englisch. Wir haben das Thema Sozial- und Verteilungspolitik im internationalen Vergleich und das ist so das Highlight, würde ich jetzt mal sagen, in dem Fach. Und vielleicht auch so ein bisschen für das Fach Wirtschaft. Ihr bekommt ja auch praktische Einblicke in Unternehmen, denn wir haben schon seit längerem eine Kooperation mit dem Unternehmen Wirt Eisers, in dem die Schüler dann in das Unternehmen gehen und dort praktische Aufgaben mit dem Unternehmen zusammen lösen. Und das ist immer ein Highlight für die Schüler. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen in unser Fach Internationale Wirtschaft und ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen dann nächstes Jahr bei uns in der Schule sehen. Bis dahin. Tschüss! Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Informationsveranstaltung des Wirtschaftsgymnasiums hier in Öhringen. Mein Name ist Dorothee Humpert und ich bin Lehrerin an dieser Schule und unterrichte die Fächer BWL und VWL, insbesondere mit dem Schwerpunkt Finanzen. Deswegen möchte ich euch auch heute für das WG das Profil Finanzmanagement vorstellen. Zunächst möchte ich euch einmal zeigen, wie die Stundenverteilung aussieht in der Eingangsklasse, also in der 11. Klasse sozusagen. Haben wir Volks- mit Betriebswirtschaftslehre vierstündig und 2 Stunden Rechnungswesen. Dann kommt ein ganz neues Fach auch noch für euch dazu, das private Vermögensmanagement mit 2 Stunden in Jahrgangsstufen 1 und 2, das ist Jahrgangsstufe 12 und 13, werdet ihr VWL, BWL 6-stündig haben, das private Vermögensmanagement, was ihr aus der Klasse 11 weiterführt, 2-stündig und dann kommt noch ein weiteres profilergänzendes Wahlpflichtfach hinzu, nämlich die finanzwissenschaftlichen Studien mit 2 Stunden.
Worum geht es eigentlich in diesem Schwerpunktfach? Ich möchte jetzt nur noch mal ergänzend zu meinem Vorredner noch ein bisschen was dazu erzählen, was jetzt das WG-FIM ausmacht. In der Eingangsklasse beschäftigen wir uns zusätzlich dann noch mit den Finanzanlagen, Steuern, Erbrecht und Rechtsformen der Unternehmung. Zum Beispiel, warum müssen eure Eltern eine Steuererklärung machen? Warum ist das hier in Deutschland so? Wie kann ich mein Geld anlegen? Oder ihr kennt viele verschiedene Unternehmen, die so kleine nette Abkürzungen hinter ihrem Namen haben. Wie AG, GmbH, KG. Was ist das eigentlich? Was steckt dahinter und hat das vielleicht auch Auswirkungen auf das Unternehmen selbst? Welche Rechte die Geschäftsführer und sonstiges haben? In den Jahrgangsstufen beschäftigen wir uns dann sehr intensiv mit Finanzierungsentscheidungen, nämlich Finanzierungsentscheidungen für Haushalte. Wofür kann ich Kredite aufnehmen als privater Haushalt? Für Autos, Wohnungseinrichtungen und sonstiges. Ein ganz großer Augenmerk wird auf die Immobilienfinanzierung gelegt. Was bedeutet das? Wie viel Geld darf ich denn eigentlich maximal für so eine Immobilie aufnehmen? Wie kann ich eine Immobilie absichern? Gibt es Unterschiede, ob ich jetzt eine Immobilie hier in Öhringen kaufe oder in Stuttgart in der Innenstadt? Weitere Themen sind Finanzplanung und Steuerung und auch alternative Finanzierungsinstrumente. Crowdfunding ist zum Beispiel jetzt durch das Internet sehr bekannt geworden. Aufrufe, seine Idee verwirklichen. Irgendjemand hat eine tolle Idee, möchte die gern finanziert haben, ruft im Internet zu Spenden auf. Mit oder ohne Gegenleistung, und diese Sachen werden wir uns dort auch näher angucken. Das öffentliche Finanzwesen ist noch ein Punkt, die Außenwirtschaft und die Umweltökonomie. Das heißt, wo sind die Grenzen unseres quantitativen Wachstums? Was bedeutet das, wenn wir immer nur weiter produzieren? Was passiert mit der Umwelt? Gehen wir damit um oder wie können wir halt auch gucken, wie wir das Ganze umweltschonender produzieren? Dann möchte ich euch gerne noch die zwei zusätzlichen Ergänzungsfächer oder Wahlpflichtfächer vorstellen. Einmal das private Vermögensmanagement, damit startet ihr schon in der Klasse 11. Dort werdet ihr die Grundlagen des Zahlungsverkehrs kennenlernen. Was ist eigentlich ein Girokonto? Wie kann ich mit meiner Karte bezahlen? Wie schaffe ich es, dass das Fitnessstudio von meinem Konto abbucht und ich nicht jeden Monat das Geld überweisen muss? Wir schauen uns Versicherungen für private Haushalte an. Die Versicherungen sind zwingend notwendig. Geldanlage auf Konten ist ein weiteres Thema. Wie kann ich mein Geld anlegen, außer auf dem Sparbuch? Und in den Jahrgangsstufen geht es nochmal vertiefend in die Geldanlagen hinein, nämlich dann die festverzinslichen Wertpapiere, Aktien und Investmentfonds. Wir werden uns da anschauen, wie sich auch die Risiken in diesen jeweiligen Anlagemöglichkeiten widerspiegeln. Ein großes Thema ist ebenfalls die Altersvorsorge. Reicht meine gesetzliche Rente aus oder muss ich vielleicht noch privat vorsorgen? Und welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich, privat vorzusorgen? Die private Vermögensplanung spielt damit so einher. Dann gehen wir auch nochmal, jetzt bin ich in der Folie zurückgerutscht, auf das Thema Miete und Vermietung von Wohnimmobilien. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Immobilien nochmal von der anderen Seite an, nämlich Vermieter oder Mieter. Das sind da unterschiedliche Rechte. Und auch nochmal die Einkommensteuer. In den finanzwirtschaftlichen Studien werden wir uns den demografischen Wandel genauer angucken, nämlich die Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Hat das Auswirkungen auf die einzelnen Länder und auch auf die Sozialsysteme in den Ländern? Digitale Ökonomie, ein großes Thema ebenfalls. Was bedeutet das, Digitalisierung gerade auch im Arbeitsalltag? Die Europäische Währungsunion, was ist es eigentlich? Was bedeutet die EZB? Welche Aufgaben hat die? Und zum Schluss dann auch noch die Wirtschaftsethik. Da geht es um so Fragestellungen, wie kann es sein, dass ich mein T-Shirt für 5 Euro kaufen kann? Es muss ja irgendwo produziert werden, hergestellt werden. Ist es richtig, dass wir T-Shirts für 5 Euro im Handel kaufen können? All diese Fragestellungen im Themenbereich dann thematisiert werden. Ja, und jetzt kann ich einfach nur sagen, ich freue mich, euch vielleicht dann im Sommer begrüßen zu dürfen. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei den nächsten Vorträgen. Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Infoveranstaltung für das Wirtschaftsgymnasium hier an der Kaufmännischen Schule in Öhringen.
Mein Name ist Denise Müller. Ich unterrichte hier an der Schule die Fächer Mathematik und BWL und ich möchte euch heute das Fach Mathematik am Wirtschaftsgymnasium vorstellen. Wir Mathematiklehrer haben eine wichtige Aufgabe. Wir sollen nämlich eure Kompetenzen fördern. Und welche das sind, seht ihr hier auf der Folie. Dazu gehört zum Beispiel, dass ihr lernen sollt, mathematisch zu argumentieren. Ihr sollt auch lernen, Probleme mathematisch zu lösen. Das mathematische Modellieren ist ein wichtiger Inhalt unseres Unterrichts. Wir lernen hier, Probleme aus der Umwelt in Mathematik umzuwandeln und sie dann mit mathematischen Formeln und Rechnungen zu lösen und dann wieder in die Realität zu bringen. Wir lernen, mathematische Darstellungen zu verwenden. Dazu gehören Zeichnungen, Wertetabellen und auch Symbole. Wir lernen, mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umzugehen. Und ein ganz wichtiger Punkt für unseren Unterricht ist es, mathematisch zu kommunizieren. Die Förderung dieser Kompetenzen soll durch den klassischen Unterricht unterstützt werden. Dazu gehört für mich aber auch der sinnvolle Einsatz von Mathematikwerkzeugen, digitalen Mathematikwerkzeugen. Dazu gehört als einfachstes Element der Taschenrechner, aber auch das Tabellenkalkulationsprogramm Excel. Und sehr gerne verwenden wir auch das Programm GeoGebra. Kann dieses Programm, das seht ihr auf der nächsten Folie, hier können wir zum Beispiel die Graphen von Funktionen uns darstellen lassen. Und so können wir viel über diese Graphen und die Funktionen und ihre Eigenschaften erfahren. In unserem Wirtschaftsgymnasium wird das Fach Mathematik auf zwei verschiedenen Anforderungsniveaus angeboten. In der Eingangsklasse sind die beiden Anforderungsniveaus gleich. Hier erhaltet ihr die gleichen Inhalte und es wird auch mit der gleichen Stundenzahl unterrichtet. Nach der 11. Klasse müsst ihr euch dann entscheiden, ob ihr im grundlegenden Anforderungsniveau das Fach Mathematik unterrichtet haben wollt oder ob ihr es auf dem erhöhten Anforderungsniveau belegen möchtet. Dazu seht ihr hier, ist in den Jahrgangsstufen 1 und 2, das heißt in Klasse 12 und 13, das Fach im grundlegenden Anforderungsniveau vierstündig und die Inhalte sind Grundlagen. Im erhöhten Anforderungsniveau haben wir eine Stunde mehr in den Klassen 12 und 13. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, um Inhalte der Mathematik zu vertiefen. Welche Inhalte das genau sind und ja, was wir da alles so machen, das werdet ihr dann sehen. Und ich freue mich auf euch und vielleicht sehen wir uns ja mal im Mathematikunterricht wieder. Ja, hallo, herzlich willkommen. Dieses Mal in ein bisschen anderer Form als sonst. Nichtsdestotrotz hoffe ich, Sie haben einen informativen Abend. Ich darf mich kurz vorstellen, ich heiße Herr Auerbach, bin hier an der Schule Deutsch, Englisch und Global Studies Lehrer, SMV-Verbindungslehrer und kümmere mich um Schule ohne Rassismus und die SMV noch nebenher. Ich darf Ihnen aber jetzt erstmal und euch vor allen Dingen etwas über das Fach Englisch erzählen. Es ist auch bereits mehrfach bestimmt angeklungen. Auch in Englisch ist es so, wir haben die Gelenkfunktion der Klasse 11. Wir haben ja Schüler, die kommen von der BFW, wir haben Schüler von der Realschule, vom Gymnasium, von der Werkrealschule, von der Gemeinschaftsschule. Das heißt, wir müssen euch erstmal vorbereiten auf die Anforderungen der gymnasialen Oberstufe. Das heißt, wir müssen aufbauen auf das, was ihr bisher gemacht habt. Das beinhaltet dann Vokabeln, dass wir die vertiefen werden, ausbauen werden. Das sind grammatikalische Kenntnisse, die wir vertiefen werden, ausbauen müssen. Aber ganz sicher auch Schreibfertigkeiten. Wir müssen euch dahin kriegen, dass ihr englische Aufsätze schreiben könnt, die am Ende eben 2, 3, vielleicht sogar 4 Seiten lang sind. Ja, dazu kommt ein ganz, ganz starker kommunikativer Schwerpunkt. Die Sprache
soll angewendet werden, sie soll lebendig sein. Das Ziel muss sein, dass sie euch auf Englisch verständlich machen könnt. Nicht nur im Alltag, sondern eben dann auch in Themenbereichen der Politik, der Wirtschaft, der Umwelt, sodass ihr inhaltliches Wissen und sprachliche Fähigkeiten eben kombinieren könnt. Und ein weiterer Schwerpunkt dann eben in Klasse 11, das sieht man dann auch auf der Folie, der liegt bei der interkulturellen Kommunikations- und Handlungskompetenz. Was muss man sich darunter vorstellen? Wenn ich mit einem Engländer ein Gespräch führe oder einem Engländer eine E-Mail schreibe, dann sind das ganz andere kommunikative Anforderungen, wie wenn ich das zum Beispiel einem Amerikaner tue. Da geht es um Höflichkeitsformen, da geht es aber auch um so kleine Nuancen des Sprachstils, vielleicht auch von positiven Einstellungen. Und darauf wollen wir euch auch vorbereiten. So. Ja. Und dann sind wir auch schon nach Klasse 11 in Klasse 12 und 13 und eigentlich schon auf dem direkten Weg Richtung Abitur. Es sind dann eigentlich de facto nur noch anderthalb Jahre. Das heißt, wir müssen Gas geben. Das heißt, wir müssen diese ganzen kommunikativen Tendenzen und Kompetenzen eben weiter ausbauen, weiter vertiefen, weiter üben, eben anhand dann von den Themenschwerpunkten der gymnasialen Oberstufe. Sei es jetzt Umweltthemen, sei es Globalisierungsthemen, Klimawandel, USA, Großbritannien, und anhand von denen können wir das machen. Wir müssen weiterarbeiten an den Schreibfertigkeiten. Ihr müsst im Abitur ein Essay bzw. eine Composition schreiben. Das heißt, wir müssen ganz stark arbeiten am Fachvokabular, an Vertiefung, an Inhalten. Auch das wird einen ganz großen Rahmen einnehmen in der Klasse 12 und 13. Genauso wie eben das Lese- und Hörverstehen anhand von möglichst authentischen englischsprachigen Texten. Das heißt nicht mehr nur Buchtexte, Unit 1, Text 1, sondern tatsächlich Texte aus der New York Times, aus dem Guardian, dem Independent und so weiter, sodass man eben auch wirklich lernt, mit den realweltlichen Anforderungen in Englisch umzugehen. Und ein weiterer eben dazugekommener Schwerpunkt im neuen Bildungsplan ist eine Projektarbeit zu aktuellen gesellschaftlichen und eben interkulturellen Themen, wo es darum geht, dass ihr euch wirklich mit einem Thema vertieft auseinandersetzt, auch selbstständig vertieft auseinandersetzt, auch im Hinblick dann bereits aufs Studium. Das ist eine Fertigkeit, die braucht ihr nicht nur im Englischstudium, die braucht ihr eigentlich in jedem Studiengang. Und jeder Studiengang ist auch zunehmend auf Englisch. Das heißt, hier können wir schon mal vielleicht ein paar Grundlagen legen oder uns daran tasten. Mögliche Projektthemen, wie gesagt, drehen sich rund um den Klimawandel. Inwiefern ist der Mensch für den Klimawandel im Moment, wie wir ihn im Moment sehen, verantwortlich? Ein anderer Punkt wäre sicherlich erneuerbare Energien, E-Mobilität. Ganz wichtig dann im Bereich der Digitalisierung. Wo bietet das Chancen? Wo bestehen da Risiken? Sei es das Erbe jetzt der Trump-Jahre, was wird aus den USA? All das sind Sachen, die uns da sicherlich beschäftigen werden. Genau. Aber alles ist gut machbar. Ich bin mir sicher, das kriegen wir alles gemeinsam hin. Und jetzt darf ich mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und euch viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen, für das anstehende Schuljahr, vor allen Dingen Gesundheit. Und dann bis nächstes Jahr. Tschüss. Ja, hallo nochmal. Ja, nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Also darf ich jetzt auch noch ein bisschen was über Deutsch erzählen. Aber das werde ich nicht alleine tun, sondern ich habe eine ganz liebe Kollegin mitgebracht. Genau, vorher darf ich mich noch vorstellen. Ich bin Frau Prochnow, ich unterrichte Deutsch und Ethik hier an der Kaufmännischen Schule in Öhringen und hat dann auch noch was zum Deutschunterricht der KSOE sagen. Genau. Beginnen darf ich mit der Klasse 11. Ja, auch in Englisch hat die auch hier eine Gelenkfunktion, wo es einfach darum geht, Schüler aus einem ganzen Sammelsurium von verschiedenen Schulen, Abschlüssen, auch Corona geschuldet, Vorkenntnissen zusammenzubringen, auf ein gemeinsames Niveau zu bringen, das dann eben vorbereitet auf die Klasse 12, 13. Die dann grundsätzlich unterteilt ist in das grundlegende und das erhöhte Anforderungsniveau. Man spricht auch von den sogenannten Vierstündern und Fünfstündern. Ja, das eine wird dann in 4 Stunden grundlegend unterrichtet, das andere entsprechend erhöht und vertieft in Fachdeutsch. Das ist hervorragend, wie wir uns die Bälle zuspielen, als ob wir das geübt hätten. Genau.
Genau, vielleicht noch ein bisschen was zu den Inhalten und Schwerpunkten, das ist so ein bisschen Fachkauderwelsch, also Umgang mit literarischen und Texten, dahinter verbirgt sich tatsächlich der klassische Analyseaufsatz, der Text dann eben aus dem Bereich der Epik, der Lyrik, der Dramatik. Vielleicht als Beispiel, es wird um den Faust gehen, es wird um Nathan den Weisen gehen, es wird um aber auch Zeitungstexte gehen, Kommentare, Kolumnen, Essays zu aktuellen Themen, auch politischen Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, oder Sprachgebrauch und Sprachreflexion. Wie funktioniert unsere Sprache? Wie wirkt Sprache? Wie verändert sich Sprache vielleicht auch? Weil man Literatur zum Beispiel ja auch immer im Zeitkontext sehen muss, also was beschäftigt die Menschen zu der Zeit, in der Werke verfasst werden, ist es eben auch so wichtig, den Unterricht in Deutsch auch mit anderen Fächern zu verknüpfen, nämlich Geschichte und Gemeinschaftskunde oder auch mit meinem Fach Ethik und dort die Parallelen aufzuzeigen. Und um euch einen kleinen Einblick in eine ganz nicht ganz übliche Unterrichtssituation zu geben, wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei dem folgenden Video zu Faust. Also lieber Björn, jetzt sind wir ja hier gerade beim Faust. Hast du ja schon gesehen, ist ja auch dabei oder nicht dabei, super. Sie haben nichts gesagt. Sie haben nichts gesagt. Ja. Warum bist du eigentlich überhaupt in der Schule? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe die bei dir die ganze Zeit schon. Ja, weiß ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist völlig unpraktisch. Ich kann nicht mal eine Steuererklärung damit ausfüllen. Das wird das eigentlich auch. Aber ja, hey, kommen Sie mal bezahlt von Sammeln. Ja, die Frage hat sich der Faust auch gestellt, aber mit einem anderen Niveau als du. Ja, weiß ich nicht. Das hat eine erfundene Figur. Ja, trotzdem sollst du dich fragen, wohin willst du denn mit deinem Wissen, das du hier erwirbst? Ja, das frage ich mich auch. Vor allem, wie mir der Faust dabei helfen soll. Das ist eine gute Frage. Ja, ist klar. Habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie. Durchaus studieren mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an 10 Jahren herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als alle, die laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Ja. Also heißt das jetzt so viel, wenn ich das richtig verstehe? Jetzt haben Sie ja auch studiert, Frau Brockmann. Ja. Und trotzdem haben Sie keine Ahnung von der Welt. Sagt der Faust. Aber es ist ja jetzt nicht die gleiche Situation, oder? Ja, vielleicht solltest du dir überlegen, was vielleicht über das Wissen hinaus dir das Leben noch bereithält, welchen Sinn des Lebens es gibt. Ja schon, aber ich meine, aber da muss doch, also da muss es doch irgendeine Richtlinie oder irgendeinen Hinweis geben darauf. Naja, Faust wählt ja die Magie als ersten Schritt, aus seiner Sinnkrise herauszukommen. Naja gut, Magie mag sein, aber dem geht es ja darum, dass er irgendwann auch mal sich selber weiterentwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und nicht immer nur stehen bleibt, bei dem man irgendwann mal. Ja, was wäre denn für dich eine gute Weiterentwicklung über die Schule hinaus? Ja, das klingt ja schon wie meine Mutter. Ja. Also ich glaube, ich würde einfach mal versuchen, aus meiner Komfortzone rauszukommen, mal von daheim rauszukommen, mal aus Hohenlohe rauszukommen vielleicht auch. Andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen, andere Sichtweisen kennenlernen, dass ich mich selber weiterentwickeln kann. Ja, bietet dir der Faust vielleicht die Lösung? Ja, wenn sie mich löst, der kommt mit irgendwem Harry Potter um die Ecke. Na, er versucht schon neue Wege für sich zu finden, auch im Pakt mit dem Teufel. Naja, im Pakt mit dem Teufel, wenn es danach geht, können sie meine Mutter fragen, das sind meine Kumpel. Ja, vielleicht ist es dann dein Lebensentwurf, der dir dann am Ende für dich am meisten sinnstiftend ist. Naja, aber wenn ich jetzt nur mit dem Teufel, also ich meine, was will der Teufel denn? Der bringt den zum Saufen und... Ah, du hast es aber gut gelesen. Ich dachte, das interessiert dich nicht. Ja, schon spannend, oder? Ja. Kann ich ja diese triebhafte Seite mal zu erleben für Faust ist auch für Faust spannend. Vielleicht bietet das ja auch neue Dimensionen für dein Leben. Ja, aber ich meine, das ist nur triebhafte Sau irgendwie. Das bringt einen ja auch nicht so weiter, oder? Faust wird dann ja auch nicht glücklich. Naja, vielleicht die Erkenntnis, dass man beides braucht. Und diese innere Zerrissenheit aufzuheben. Aber ich muss ja irgendwie versuchen, also ich bin jetzt keine Ahnung, 17. Ich muss ja irgendwie versuchen, wer bin ich denn eigentlich? Das ist ja
mich ja irgendwo finden. Wenn ich später mal erfolgreich sein will, meine Familie haben will, muss ich ja irgendwie eine Identität aufbauen. Ich muss ja wissen, was ich will vom Leben. Ja, und das bietet für dich die Schule nicht? Doch, schon ein bisschen. Also ich merke schon, was mir irgendwie Spaß macht und was mich interessiert. Das ist Faust, das weiß ich nicht so richtig, aber BWL, VWL ist jetzt, ich meine, ich bin halt so der Analytiker, ich bin so der analytische Typ, ja, das bietet mir das schon, ich kriege das schon auch raus, ja, okay, Bio, Franz, ist jetzt nicht so meine Welt. Aber weißt du schon, in welche Richtung ich gehen will, ja, kann schon sein. Ja, also dann hast du ja den ersten Schritt schon gemacht, ja, dich selber hinterfragt und reflektiert und das kannst du ja auch hinsichtlich deiner gesamten Persönlichkeit dann, ja, und da hat der Faust dir vielleicht doch einen Denkanschluss. Ja, das ist ein Lehrer. Kommen wir zur zweiten Fremdsprache. Hier bietet Ihnen das Wirtschaftsgymnasium Öhringen zwei Möglichkeiten. Zum einen Spanisch, zum anderen Französisch. Für alle Schülerinnen und Schüler, die bisher noch keine zweite Fremdsprache im erforderlichen Umfange belegt haben, ist die beginnende Fremdsprache bei unserem Wirtschaftsgymnasium Pflicht. Der Unterricht findet dann in der Eingangsklasse und in den Jahrgangsstufen statt. Der Beginn der Fremdsprache, das ist dann das Sprachniveau B, kann eine Abiturprüfung nur im mündlichen Prüfungsfach, also im fünften, erfolgen. Im Fach Französisch können wir sowohl die fortgeführte Fremdsprache als auch die beginnende Fremdsprache anbieten. Die fortgeführte Fremdsprache ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die bereits Kenntnisse in Französisch haben. Dort wird dann fakultativ in der Eingangsklasse und in den Jahrgangsstufen Französisch auf Niveau A, also Advanced, unterrichtet. Da ist dann die Abiturprüfung im schriftlichen oder im mündlichen möglich. Auch im Französisch, beginnende Fremdsprache auf Niveau B für Beginner, gilt, dass eben hier Schülerinnen und Schüler ohne bisherige zweite Fremdsprachenkenntnisse diese Frage belegen können. Das Abitur wäre dann allerdings nur mündlich möglich. Für Sie von Bedeutung ist zunächst einmal die Eingangsklasse, also WG 11. In WG 11 wird verstärkt auf den Ausgleich des Wissensstands Wert gelegt. Sie kommen alle von verschiedenen Schulen, haben unterschiedliche Vorkenntnisse in den einzelnen Fächern. Dort wird eben dann versucht, einen Ausgleich herbeizuführen. Und wir werden natürlich in Klasse 11 die Grundlagen für die Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau legen. Das ist neben dem Profilfach, das ja für alle Beteiligten neu ist, sind das die Fächer Deutsch, Mathe in der Fremdsprache Niveau A sowie in den Naturwissenschaften. Klasse 11 ist die Basis für die Qualifikationsphase, das heißt also die Klassen 12 und 13, die Sie dann später für die Abiturabrechnung brauchen und deren Fächer Sie auch in die Abiturprüfung einbringen. Die Eingangsklasse WG 11 ist also auch die Vorbereitung auf die Kurswahlen in den Jahrgangsstufen 1 und 2. Auf dieser Folie wird Ihnen kurz eine Übersicht geboten der Prüfungsfächer. Sie sehen, dass in den Jahrgangsstufen das profilbezogene Profilfach sechsstündig als erstes Prüfungsfach gilt. Danach gibt es eine ganze Reihe von Wahlmöglichkeiten, wie Prüfungsfächer kombiniert werden können. Diese Wahlmöglichkeiten sind natürlich auch Gegenstand der Oberstufenberatung, die dann gezielt in Klasse 11, gegen Ende der Klasse 11 und in Klasse 12 und 13 durchgeführt werden. Hier sieht man beispielsweise, dass eine Naturwissenschaft, Biochemie oder Physik, die dreistündig unterrichtet wird, als viertes oder fünftes Prüfungsfach geeignet wäre. Das Ergänzungsfach Global Studies, was ja im WGI auf dem Stundenplan steht, als fünftes Prüfungsfach. Privates Vermögensmanagement, ein Ergänzungsfach. Im Bereich des WGF wäre auch als fünftes Prüfungsfach möglich und Sport wäre über alle Profile mit zwei Stunden als viertes oder fünftes Prüfungsfach möglich. In den Jahrgangsstufen, das hatten Ihnen ja meine Kolleginnen und ich bereits erläutert, gibt es eine Reihe von Wahlfächern, die Sie belegen.
Das ist Wirtschaftsgeografie, was als fünftes Prüfungsfach abgeprüft werden kann. Im WGW finanzwissenschaftliche Studien zweistündig wäre im WGF oder Global Studies, sofern es nicht als Ergänzungsfach gilt, wäre als fünftes Prüfungsfach im WGI möglich. Darüber hinaus könnte Mathe Plus zweistündig bzw. der Seminarkurs gewählt werden, der dann als viertes oder fünftes Prüfungsfach zur Anrechnung kommen könnte. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten großen Kapitel, das wäre das Schulleben. Dazu übergebe ich dann meinen Kollegen. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ich darf jetzt auch noch was über das Schulleben erzählen, das wir sehr gerne sehr vielfältig und aktiv gestalten wollen. Denn es ist ja letztlich klar, je lieber ich in eine Schule gehe, je mehr Identifikation ich habe, desto größer ist vielleicht auch meine Leistungsbereitschaft und meine Aufnahmebereitschaft. So, was bieten wir denn? Wir bieten zunächst mal Kennenlerntage. Was heißt denn Kennenlerntage? Ist ja schon mehrfach angeklungen. Ihr kommt aus allen Himmelsrichtungen, von allen möglichen verschiedenen Schulformen. Und durch diese Kennenlerntage wollen wir tatsächlich erst einmal es schaffen, euch kennenzulernen, dass ihr uns kennenlernt, dass ihr als Klasse zusammenwachst, dass ihr aber auch unsere Werte bei uns an der Schule kennenlernt und unsere Regeln, was uns wichtig ist, kennenlernt. So, was machen wir? Wir machen das immer so, dass wir da erstmal ganz viel Erlebnispädagogik mit euch machen. Diejenigen, die aus dem Sport kommen, die kennen das bereits. Das sind so ganz viele teambildende Maßnahmen. Das ist eigentlich immer eine riesen Gaudi. Wo wir auch mal gerne durch den Schlamm robben, wo wir auch wir Lehrer uns nicht ausnehmen, wo wir gegenseitig durch die Luft schmeißen und so weiter. Einfach um ein bisschen Hürden abzubauen, Kontaktängste auch abzubauen. Und dann fahren wir normalerweise immer nach Schwäbisch Hall über Nacht, haben da ein Programm, wo es um unsere Schulordnung geht, wo es um Lernverhalten geht, wo es um Anforderungen geht, wo eben auch ganz viel Raum für Austausch gegeben sein soll. Das ist immer ein sehr schöner Effekt, wenn man davon zurückkommt. Man sieht tatsächlich die Veränderungen in den Klassen. Das ist häufig viel enger, meistens dann auch ein bisschen lauter. Aber okay, das gehört ja auch dazu. Und natürlich ist auch das Verhältnis zum Lehrer dann häufig ein ganz anderes, wenn man da dabei war. Auf was wir auch ganz arg stolz sind, ist unsere Theater-AG. Das ist nicht selbstverständlich, dass es das gibt an beruflichen Schulen. Wir machen es dennoch und wir hoffen auch, dass das dieses Jahr irgendwann vielleicht wieder stattfinden kann. Jeder, der darauf Bock hat, Theater zu spielen, der ist da herzlich willkommen. Man braucht keine Vorkenntnisse oder sonst irgendwas. Und es ist immer wieder ganz, ganz toll zu sehen, wie Schüler an dieser Aufgabe wachsen, ein Theaterstück auf die Bühne zu stellen. Nicht nur schauspielerisch, sondern mit allem, was dazugehört, finanziell, organisatorisch. Das ist wirklich etwas, was man mitnehmen kann und wo man auch Schüler nochmal von einer ganz anderen Seite sieht, nicht nur im Unterricht, sondern was sie eigentlich auch leisten können und wo auch einige Schüler tatsächlich über sich hinauswachsen und da ganz viel Selbstbewusstsein rausziehen. Dann, ja, der Höhepunkt eigentlich neben dem Abitur, logischerweise der Oberstufenzeit, sind eigentlich immer unsere Studienfahrten. Das heißt, wir verbringen eine Woche. Wir waren schon auf Malta, in Brighton, London, Gardasee, Prag, segeln. Wir haben Surfkurse schon gemacht, wo man einfach euch einen Einblick geben will in ein anderes Land, in eine andere Kultur oder wo es vielleicht wie im Sinne von jetzt von der internationalen Klasse darum geht, Einblicke in die englische Kultur, die englische Sprache zu geben. Oder zu vertiefen. Oder euch, wenn es um Surfen geht oder Segeln geht, mal mit Sachen zu konfrontieren, die man sonst vielleicht gar nicht so macht. Oder mal an Orte zu kommen, wo es einem sonst vielleicht nicht hin verschlägt. Das ist immer eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und auch da hoffen wir, dass das dieses Jahr wieder stattfinden darf. Ich denke, wenn es bei euch soweit ist, dann können wir das auch wieder machen. Und da freuen wir uns dann auch schon drauf. So, Exkursionen. Jetzt sind wir natürlich eine wirtschaftlich orientierte Schule.
Und dann wollen wir natürlich auch das, was in der Theorie besprochen wird, in der Praxis sehen. Das heißt, Exkursionen führen uns beispielsweise zu Audi, führen uns beispielsweise ins Lager von Dachser, wo man einfach sehen kann, wo finden denn eigentlich in der Praxis diese wirtschaftlichen Prozesse statt, die wir im Unterricht theoretisch erarbeiten. Darüber hinaus aber sind wir dann auch gerne mal im Bundestag oder im Landtag oder wir fahren nach Stuttgart auf Tagungen von Schule ohne Rassismus zum Beispiel, wo die Schüler in einen Austausch gehen können mit Experten oder mit Schülern von anderen Schulen und anderen Schulformen. Dann, was wir auch etabliert haben und was auch so ein Highlight ist, ist in der Klasse 12 unser Ski- und Snowboard-Kurs. Voraussetzung ist, dass ihr Lust darauf habt. Und zwar von Fortgeschrittenen zu Anfängern darf da jeder mitkommen. Das ist ein riesen, riesen Spaß, wo wir auf einer Hütte sind, wo wir uns selbst versorgen und wo ihr Einführungen bekommt ins Skifahren, ins Snowboardfahren oder vielleicht Tipps bekommt, wie man noch besser fahren kann. Und das Ganze kann man dann natürlich auch in seiner Sportnote abrechnen. Ja, wer darauf Bock hat, Klasse 12, ist da herzlich willkommen. Ja, ähnlich dann am Ende vom Schuljahr haben wir immer Projekt- und Sporttage, wo wir uns einem bestimmten Thema widmen. Sei es jetzt, dass wir verschiedene Sportarten ausprobieren, auch gemeinsam ausprobieren. Oder dass wir ein bestimmtes Übermotto für unser Projekt wählen. Sei es Nachhaltigkeit, sei es Multikulturalismus. Das gehört da dazu. Aber zu Projekten gehört natürlich auch so etwas wie Berufe Live for You. Wo Unternehmen, wo Hochschulen, wo Berufe sich vorstellen und man einfach mal einen Einblick bekommt in mögliche spätere Karrierewege. Ja, sollte man auch immer wieder sich bewusst machen, nach der Schule geht es ja weiter. So, dann auf was wir auch ganz stolz sind, dass wir uns seit 2018 Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage nennen dürfen. Wo wir uns als Schule, Schülerschaft, Lehrer, Verwaltung, Schulleitung ganz klar ausgesprochen haben, wir wollen bei uns an der Schule keinen Platz haben für Rassismus, für Diskriminierung. Das wollen wir nicht. Dagegen wollen wir uns verwehren und da wollen wir auch ein öffentliches Zeichen dagegen setzen. Weswegen wir uns dazu entschlossen haben, uns zu bewerben für dieses Label und es auch bekommen haben. So, und dieses wollen wir natürlich auch mit Inhalten füllen, mit Leben füllen. Sei es, dass wir Fußballturniere versuchen zu veranstalten unter diesem Übermotto, dass wir einen Tag gegen Rassismus veranstalten, wo wir öffentlichen Zeichen setzen, dass wir uns verwehren gegen jede Form davon, aber eben auch, wo wir uns damit beschäftigen wollen, mit uns selbst, in unserem Alltag, aber auch in unserem Schulleben. Wo begegnen wir da Rassismus, wo begegnen wir da Diskriminierung und was kann man dagegen vielleicht auch tun? Ja. Darauf sind wir sehr stolz. So, jetzt aber, glaube ich, habe ich genug geredet und jetzt haben Sie auch genug von mir gesehen. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Zeit und ich wünsche euch, dass ihr bald zurück an die Schule dürft und erfolgreiche Abschlussprüfungen, ein erfolgreiches restliches Schuljahr und hoffentlich sehen wir uns dann bald auch wieder. Kommen wir zu den Aufnahmebedingungen. Wir haben hier drei verschiedene Möglichkeiten mal aufgeführt. Beginnen wir mit der Möglichkeit 1. Sie haben den qualifizierten mittleren Bildungsfachabschluss, beispielsweise aus der Berufsfachschule, aus den Realschulen, der Werkrealschule oder der Gemeinschaftsschule mit M-Niveau. Wenn Sie dort den Durchschnitt in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch mit mindestens befriedigend 3,0 haben, hätten Sie die Aufnahmebedingungen erfüllt, bedenken Sie bitte, keines dieser Fächer dürfte schlechter als ausreichend, also 4 bewertet sein. Bei den Gymnasien gibt es die Möglichkeit, dass Sie das Versetzungszeugnis aus Klasse 9 oder 10 in die nächsthöhere Klasse nehmen. Bei den G8-Schülern aus Klasse 9 ist es so, dass die nach erfolgreichem Abschluss unserer Eingangsklasse, Klasse 11, automatisch den mittleren Bildungsabschluss bekommen. Bei den Gemeinschaftsschulen wäre das E-Niveau notwendig, das wäre dann die Versetzung in die Oberstufe. Um an der
Kaufmännische Schule Öhringen am Wirtschaftsgymnasium aufgenommen zu werden, müssen Sie das Bewerberverfahren online durchlaufen. Es handelt sich dabei um ein vereinfachtes Anmeldeverfahren, bei dem die Schulplätze vergeben werden. Ein Aufnahmeantrag ist für mehrere Bildungsgänge an unterschiedlichen Schulen geeignet. Über den aktuellen Stand der Bewerbung werden Sie über E-Mail informiert, genauso wie über das Nachrückverfahren bei freibleibenden Plätzen. Das BEWO-Verfahren ist für alle dreijährigen beruflichen Gymnasien und für fast alle Berufskollegs vorgesehen. Beim Ausfüllen des Aufnahmeantrages bietet BEWO eine Reihe von Unterstützung an. Zum einen wird Ihnen Seite für Seite angezeigt. Die Pflichtfelder sind mit dem Kreuz gekennzeichnet. Es gibt Eingabehilfen bei Postleitzahl, Vorbildung und so weiter. Sie können auch die Hinweistexte und Fragezeichen-Icons zusätzlich als Informationsquelle nutzen. Gegen Ende bietet sich an, einen Probeausdruck zu erstellen und Ihre Ergebnisse und Eingaben zu kontrollieren. Den Bewerberleitfaden zum Downloaden gibt es unter www.schule-in-bw.de. Sofern Sie Fragen und Probleme haben, gibt es auch hier eine Lösung. Bis zur Vergabe des vorläufigen Schulplatzes im März wenden Sie sich bei Fragen und Problemen zunächst an die Schule Ihrer ersten Priorität. Das sollte natürlich das berufliche Gymnasium in Öhringen sein. Wenn Sie sich für uns als Erstprioritätsschule entscheiden, danach sind eben Schulen zuständig, an denen Sie den vorläufigen Schulplatz erhalten haben. Wenn Sie keinen vorläufigen Schulplatz erhalten haben, ist weiterhin die Schule Ihrer Erstpriorität für Sie zuständig. Die zuständigen Schulen sind nach dem Einloggen in BEWO auf der Überblicksseite für Sie online sichtbar. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie das Wirtschaftsgymnasium Öhringen als Ihre Erstprioritätsschule im jeweiligen Profil angeben. Ja, kommen wir zum BEWO-Anlaufbahn. Nach dem derzeitigen Stand würden Sie Ihren Antrag online ausfüllen und endgültig ausdrucken. Sie hätten dafür den Zeitraum von 25. Januar bis 1. März zur Verfügung. Den Aufnahmeantrag hätten Sie zu unterschreiben und mit Ihren Bewerbungsunterlagen an Ihrer Erstprioritätsschule abzugeben. Es erfolgen dann eine Reihe von Verteilungsläufen, bei denen die Verteilung der Schulplätze optimiert wird, und im Juli ungefähr nach dem zweiten Verteilungslauf könnten Sie dann das Verteilungsergebnis online herunterladen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie von unserer Schule eine Zusage bekommen würden. Am Aufnahmetag würden Sie dann hier erscheinen und den Schulplatz annehmen können. Für Bewerber, die nach dem Bewerberschluss 1. März einen Antrag abgeben, gibt es immerhin noch eine Warteliste. Ab dem 29.03. wäre dann hier eine Online-Bewerbung möglich. Das wäre dann im Prinzip aber eine nachrangige Berücksichtigung im zweiten Verteilungslauf. Das wäre jetzt mal so grob der Ablaufplan des Bewerber-Online-Verfahrens. Achten Sie hierzu natürlich auch die Informationen auf der Schul-Homepage bzw. auch die Informationen von BEWO direkt. Bedingt kann es hier immer wieder auch zu Veränderungen kommen. Ja, bevor ich jetzt abschließend an unseren Schulleiter übergebe, der noch ein paar Worte an Sie richten möchte, will ich nochmal auf unsere Stärken hier am Wirtschaftsgymnasium in Öhringen eingehen. Zum einen bieten wir über 50 Jahre Erfahrung in Ausbildung und Lehre. Nicht nur am Wirtschaftsgymnasium, auch an der Kaufmännischen Berufsschule, der Wirtschaftsschule. Wir haben hier ein modernes Gebäude mit einer ganz ansprechenden Atmosphäre. Sie konnten sich beim Online-Rundgang durch das Schulgebäude und anhand der Ausführungen zu unseren Veranstaltungen sicherlich ein gutes Bild davon machen.
Wir vermitteln Lernen als ein positives Erlebnis. Neben den Kennenlerntagen und unserem Schulleben trägt natürlich unser modernes Lernkonzept Juniorenfirma Joventas EG maßgeblich dazu bei. Darin verknüpfen wir nicht nur theoretisches Wissen und praxisbezogene Fähigkeiten, sondern wir sind auch zertifiziert mit einem modernen Qualitätsmanagement. Letztendlich, und das haben Sie sicherlich auch aus den Vorträgen unserer Schüler herausgehört, unsere Schüler fühlen sich bei uns wohl. Damit beende ich jetzt meinen Bereich, übergebe an den Schulleiter Herrn Kühek, der noch ein paar abschließende Worte an Sie richten wird. So, jetzt haben Sie aber relativ viele Informationen bekommen. Ich hoffe, dass Sie dazu beitragen, dass Sie eine gute Entscheidung treffen können und dass diese vielen Informationen auch jetzt strukturierter in Ihrem Kopf sind. Falls das nicht so ist, dann dürfen Sie sich jederzeit gerne bei uns melden auf den verschiedensten Kanälen. Sie dürfen anrufen, in der Schule mit dem Abteilungsleiter sprechen, gerne mit mir sprechen, mit dem Sekretariat sprechen. Natürlich auch Kollegen ansprechen, die vielleicht bekannt sind. Wir möchten Ihnen gerne noch zur Seite stehen, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Und ansonsten jederzeit für Sie auch da sein. Natürlich sind die aktuellen Entwicklungen auf unserer Homepage einzusehen, www.ksoe.de, wie es hier steht. Wir haben natürlich aktuell auch die Corona-Infos drauf. Wie man sieht, haben wir im Moment noch den Fernlernunterricht vom 1. bis zum 31. Januar. Das ist hier falsch hinterlegt. Es steht schon aktuell bis zum 31. Januar da drauf. Und alle weiteren aktuellen Änderungen werden wir hier vermerken. Generell zur Corona-Situation, weswegen wir uns jetzt hier schon im Netz nur begegnen können. Wir haben den Unterricht weitestgehend auf Fernlernunterricht, auf Online-Unterricht abgestimmt, sodass wir da mit technisch guter Ausstattung wirklich froh sind, dass wir in dieser Notsituation tatsächlich gute Varianten anbieten und der Unterricht und die Wissensvermittlung weitergehen kann. Nichtsdestotrotz freuen wir uns alle, wenn wir unsere Schüler und unsere Lehrer wieder im Schulhaus haben. Ja, ich darf mich bedanken, dass Sie so lange uns treu geblieben sind, dass Sie hier zugehört haben. Das ist sicherlich auch anstrengend gewesen. Ich wünsche Ihnen ganz gute Entscheidungen, die für Sie passend sind. Unser Angebot steht und hoffe, dass wir ganz viele von Ihnen wiedersehen. Deswegen hoffentlich bis bald. Bleiben Sie gesund. Allen eine gute Zeit. Bis dann.